Ist die Paintball-Bundesliga in ihre neue Saison gestartet. Paintball, für all diejenigen, die sich mit diesem Spiel immer noch schwer tun, ist kein Spiel mit Waffen, haben mir zwei Spieler an dieser Stelle letzte Woche versichert, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht so aussieht. Deshalb ist die vermeintliche Waffe auch der sogenannte Paintball-Markierer und die Kugeln, mit denen geschossen wird, sind durch Lebensmittelfarbe gefüllt. Der aktuelle Meister, er kommt hier aus der Region, Frankfurt Syndicate. Folglich sind sie auch die Gejagten dieses Jahr. Carsten Breeck berichtet vom Auftaktspieltag und über die Taktik, die hinter Paintball steckt. Max Europe präsentiert die deutsche Paintball-Liga. Die Paintball-Bundesliga, das Kräftemessen zwischen den 10 besten Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kein bloßes Geballer, sondern viel Taktik, um in 2 Halbzeiten und 10 Minuten Spielzeit 4-mal in die gegnerische Endzone zu kommen und dort den Buzzer zu drücken. Meine Mannschaft versucht am Anfang, diese Zone hier links, wenn ihr es groß seht, abzudecken, indem wir uns hier schnellstmöglich umdrehen und einen haben, wir nennen das jetzt einen Shooter oder einen Schießer, der aber wirklich diese Zone abdeckt, dass sich da keiner reinbewegen kann. Gleichzeitig versuchen wir in wirklich die Key-Deckung, diese Schlüsseldeckung, die es zu erreichen ist, die Snake, hier auf der linken Seite reinzukommen. Ich schneide das komplette rechte Feld ab, indem ich hier mich nah an die Deckung ransetze und verhindere, dass ein Gegenspieler in diese Zone vorrücken kann. Eine von vielen Möglichkeiten, um in die gegnerische Endzone zu gelangen. Doch Titelverteidiger Frankfurt Syndicate setzte sie im ersten Saisonspiel schlecht um. 1:4 Klatsche gegen die Luzern Vipers. Doch im Lokalderby gegen To Die For Fight Club Frankfurt klappte es besser. 3:0 Führung für den Meister und im letzten Durchgang schon fast alle Gegenspieler markiert. Frankfurt Syndicate im Vorwärtsgang. Nur noch ein Gegner rechts außerhalb des Bildes hinter der letzten Deckung. 4:0, ein Sieg mit Ansage, der Mut macht für die Titelverteidigung. Ja, die Konkurrenz ist natürlich stark, aber wenn wir weiter hart an uns arbeiten und als Team zusammenspielen, denke ich schon, dass wir das schaffen können. Anders sieht es bei den Aufsteigern Fight Club Frankfurt aus, die mit 2 Niederlagen erstmal Lehrgeld zahlen mussten. Problemanalyse. Wir müssen Deckungen besetzen, die wir bis jetzt außer Acht gelassen haben. Wir müssen andere Linien quasi runterschießen, um halt bessere Winkel zu bekommen. Und um ganz ehrlich zu sein, wir wissen nicht genau, woran es liegt. Deswegen basteln wir jetzt ein bisschen. Den besten Saisonstart erwischte der Vizemeister der vergangenen Saison, Rammstein Instinct. Gleich 4 Siege, wenn auch zum Teil knapp wie beim 3:2 gegen Offenbach. Eine Partie mit Schiedsrichterdiskussionen wie beim Fußball, mit bitterem Nachgeschmack für die Offenbacher. Ja, da haben Spieler von Rammstein unseren Spielern nachgeschossen, also unsere Spieler waren schon ausgeschieden, sind rausgelaufen. Daraufhin haben sich unsere Spieler in unserer Box halt beschwert und ein Spieler von Rammstein hat dann mit dem Markierer auf unsere Box geschossen, was eigentlich ein Tournament-Ban wäre. Ah, es gibt immer kleine Diskussionen, wenn man Meinungsverschiedenheiten hat, aber das ist wie im Fußball auch, hat einer am Trikot gezogen oder hat er nicht am Trikot gezogen, also nicht erwähnenswert. Ein heißer Spieltag, der Appetit macht auf das nächste Treffen in Solms bei Wetzlar. In der Tabelle liegt Rammstein Instinct mit 4 Siegen vorne. Meister Frankfurt Syndicate auf Rang 4. Fight Club nach ihrem ersten Sieg immerhin 8. Schlusslicht ist Offenbach. Max Europe präsentierte die deutsche Paintball-Liga.